herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Ein Stück Arbeit Garten Podcasts. Wir melden uns zurück aus unserer mini kleinen Sommerpause, nehmen euch einmal mit, was da bei uns alles passiert ist und werfen einen Blick voraus in den hoffentlich schönen Altweibersommer. Und wenn ihr Interesse an Zucchini-Rezepten habt, dann bleibt unbedingt dran, dann ist das genau eure Folge. Hallo und herzlich willkommen. Hello. Ja, long time no here, wie man so schön sagt. Genau, jetzt ist ja schon September schon wieder. Und wo ist die Zeit geblieben, Leute? Das frage ich mich auch jedes Mal, wenn ich den Kalender gucke. Also dieses Mal ging diese anderthalb, zwei Monate ging ja echt wie im Flug vorbei. Und ja, wir waren ja ein bisschen im Urlaub, in Pause und waren auch ganz fleißig. Yes. Genau, im August haben wir unser Manuskript abgegeben. Ja, für unser jetzt endlich. Viertes Buch. Man mag es kaum glauben. Also das war ein Ritt am Ende dann doch noch, weil irgendwie dann doch immer alles Mögliche dazwischen kommt und man irgendwie, keine Ahnung, beim Schreiben dann doch hängt und sich irgendwie, ach, keine Ahnung. Ja, wenn halt andere Dinge einen ablenken nochmal oder dazwischen grätschen, dann muss man immer wieder reinfinden. Ja, und das absolut. Natürlich dann. Ja. Und in meiner Vorstellung habe ich natürlich, also ich schreibe den meisten Teil unserer Bücher und da habe ich mir irgendwie vorgestellt vor dem Sommer, ich schließe mich dann ein ab Juni und schreibe dann irgendwie so im Garten zum Beispiel und völlig unabgelenkt. Und ich glaube, ich habe zweimal geschafft, mich so abzusplitten aus dem Alltag und wirklich so einen Tag zu schreiben mit Unterbrechung, aber oder eben nur mit kleinen Unterbrechungen, dann nicht mit hier irgendwie Alltagsunterbrechungen. Und das hat ja irgendwie sonst gar nicht so geklappt. Ich hatte so ein paar Abgaben mit Kunden, ein paar Deadlines und irgendwie war das Wetter auch nicht so. Das Wetter war auch echt, also wir wollten Urlaub machen, wir wollten ja Gartenurlaub machen, Woche. Staycation ist das ja, also genau. Stay-at-home-Vacation sozusagen. Und also das war doch etwas nass, im Garten zu übernachten. Also ich glaube, wir haben einmal dort übernachtet. Und du nochmal. Und ich nochmal mit einem Kleingärtner. Ja. Aber so war das sonst doch eher durchweicht. Durchweicht und durchwachsen. Also genau. Ich meine, das geht euch vielen von euch ja auch so. Es war ja wirklich der Juli zum Abgewöhnen. Am Anfang war es noch sehr heiß irgendwie ein paar Tage. Und danach war es hier in Hamburg, eigentlich hat es keinen Tag nicht geregnet. Und im August ja auch die Hälfte im ungefähr. Im August auch noch, genau. Es gab so ein paar Tage, die waren mal besser, aber es war echt so Lotterie. Und also wir hatten aber auch jetzt nicht, also wir hatten nicht die Möglichkeit, last minute noch irgendwo hinzufahren oder so, weil wir haben ja so einen Kater, der ist schon etwas älter. Inkontinent und dement. Ja, ein kleiner alter Mann. Ein kleiner alter Mann und der braucht ein bisschen Pflege und den kann man schlecht irgendwie mit einem Babysitter oder Katzensitter lassen. Ja. Und deswegen muss einer von uns auf jeden Fall immer zu Hause bleiben. Deswegen ist das mit dem Urlaub ja so, ich sag mal so, wir fahren halt, machen so ein paar Ausflüge. Jetzt haben wir uns natürlich diese Ferien ein bisschen netter vorgestellt. Wir haben auch ein paar Ausflüge gemacht, aber es war mehr so Ausflüge irgendwo drin. Also wir wollten in den ein oder anderen Tierpark, Wildpark, beziehungsweise ja, Arche Wada stand auch auf dem Plan und auch so an die Küste mal fahren. Ja, so ein bisschen vielleicht baden gehen und so und irgendwie. Ja, war kein Badewetter, nee, muss man war sagen. Kein Badewetter. Das war weit davon entfernt. Ja, aber wie gesagt, ich glaube, so ging es ja allen und dann das schmälert dann so ein bisschen die schlechte Laune darüber. Absolut. Und und irgendwie, ja, wir waren trotzdem irgendwie busy und haben ganz viel gemacht. Und ich freue mich jetzt schon darauf, im Oktober geht es für mich ein paar Tage weg. Und wie ich erfahren habe, in die Sonne. Yay, yes. Ich bin ein bisschen neidisch. Genau, ich gehe da also auf so ein Business, es ist ein Coaching und das findet netterweise auf Fuerteventura statt.
Und das ist auch das erste Mal tatsächlich seit 2019, dass ich dann fliege. Das finde ich ganz verrückt. Das ist echt crazy. Wir haben ja so ein bisschen, oder wir achten ein bisschen mehr darauf, wie wir reisen, seitdem wir ja unseren Garten haben sowieso. Aber auch, ne, seitdem der Kleingärtner unterwegs ist. Und wir wollen eben nicht so viel fliegen. Und ja, merken jetzt, dass dann vergeht auch schnell mal so ein Jahr, zwei, drei, vier und dann ist man gar nicht geflogen. Ja, das ist, ja, wenn man das so vorher vergleicht, also. Ja, wir waren schon viel unterwegs, ja, auch so innerhalb Europas. Also gut, wir waren jetzt nicht die Jet-Setter, nee, aber, die ja überall rumgedüst sind, aber so. Ab und an sind wir ja doch mal so jedes zweite Jahr sind wir doch bestimmt weggeflogen. Ja, ich glaube auch. Und das hat sich natürlich irgendwie so ein bisschen verändert. Oder natürlich, ne? Also für uns auf jeden Fall. Und da merke ich jetzt, da muss ich, also ich weiß gar nicht mehr, wie das geht. Also, da muss ich mich erstmal wieder einlesen. Und denke aber, ist auch ganz gut. Naja, auf jeden Fall soll es da irgendwie so zwischen 28 und 30 Grad haben im Oktober. Toll. Im Oktober, das gefällt mir wohl gut. Genau. Ja, aber Urlaub und Buchabgabe war nicht alles, was wir hatten. Wir haben ja noch ein bisschen andere Dinge gemacht. Genau, ich war ja noch auf dem Gartenblogger-Treffen von Bolmari. Das war wieder sehr schön. Es war zwar auch ein bisschen feucht, fröhlich, also nein. Es war zwar auch ein bisschen feucht, aber es war ein sehr schönes Treffen. Wieder all die netten Leute getroffen. Das war sehr schön. Ja. Und ja, cool. Also ich bin ein bisschen neidisch, dass ich nicht da war. Oder ein bisschen traurig. Neidisch bin ich nicht. Ja. Du hattest ja dein eigenes Programm. Ich hatte mein eigenes Programm. Also kurz zusammengefasst, es gab sehr schöne Blumen auf dem Gartenblogger-Treffen zu sehen. Ganz viele tolle, schöne neue Züchtungen und Experimente von Bolmari. Es gab einen sukkulenten Workshop, wo man sich ein schönes Glas hat machen können. Das steht jetzt auf meinem Schreibtisch. Schreibtisch, genau. Es gab Papierschöpfen, so Samenpapier und Lesezeichen. Und dann gab es halt super leckeres Essen. Sehr, sehr lecker und ja, eben viele nette Gespräche und ja, ist ja sowieso immer toll, wenn man sich so trifft mit Gleichgesinnten, ne? Und ich habe immer das Gefühl, so in dieser Gartenbubble ist das nochmal so extra nett. Ja. Das ist, und auch gerade bei Bolmari, das ist auch extra nett. Also wir waren ja auch schon auf anderen Events auch nett, aber bei Bolmari ist es echt noch so. Es ist halt etwas familiärer, finde ich. Es ist halt sehr familiär, genau, obwohl das, ne, von großen Marken ja auch ausgerichtet wird. Aber absolut. Es ist trotzdem irgendwie total herzlich, nett, offen. Man lernt die Leute wirklich über die Jahre kennen. Auch wirklich, ne, die Gärtner sozusagen, die bei Bolmari arbeiten und so. Und das finde ich halt sehr, sehr schön. Ist aber allgemein, finde ich, in diesem Garten, in der Gartenszene, glaube ich, eher so, dass die jetzt mal im Vergleich zu anderen Events, wo ich schon früher auch beruflich war mit meiner Agentur und so, die Leute sind da, glaube ich, sehr treu, die da arbeiten. Und dann kann man sich wirklich über die Jahre wirklich gut kennenlernen. Also wir waren ja auch letztes Jahr zum Beispiel auf der GardenCon, das Jahr davor auch. Und das ist von Floragard ausgerichtet, Floragard und Kiepenkerr Sperli. Und das, da sieht man die Menschen auch immer wieder, dieselben Menschen im Prinzip. Und das ist schon bemerkenswert, weil bei anderen Events fällt mir das nicht so auf, dass da, also das ist sehr unterschiedlich, wie das da ist bei den unterschiedlichen. Ich finde vor allen Dingen auch ganz angenehm, dass da der Austausch sehr positiv ist und sehr offen, offen und sehr auch sehr hilfsbereit, beziehungsweise, keine Ahnung, wenn man eine Herausforderung im Garten hat, dann weiß irgendwer was Schlaues dazu und kann dir da einen Rat geben. Und da gibt es dann auch nicht so den Neid, habe ich das Gefühl. Nee, genau. Also was man so von anderen InfluencerInnen hört, in Anführungsstrichen, ne, ist schon das läuft schon anders bei anderen so, und das habe ich schon das Gefühl, das ist irgendwie eine nette Gang und man, also da fühlt man sich immer sehr schnell, also ich fühle mich da immer sehr schnell zu Hause irgendwie, sehr nett. Das stimmt. Genau. Und ich war dieses Jahr nicht mit auf dem Event, weil ich ein anderes Event hatte. Ich war nämlich Kandidatin bei Das Perfekte Dinner für eine Special-Sendung. Und die Sendung wird Anfang Oktober ausgestrahlt. Wenn das Datum feststeht, dann kann ich da mehr zu sagen. Ja, voll. Das war aufregend. Wirklich, wirklich sehr aufregend. Ich durfte auch ein bisschen mitmachen. Genau. Und das wird super.
Ja, ich bin sehr gespannt. Mehr gespannt. Wenn man da so selber drin ist, ne, man wird ja viel gefilmt und so durch den Tag begleitet und so durch die Woche. Und das ist wirklich irgendwie anders, als man sich das so vorstellt. Ja, das ist wow. Ja, also richtig echt crazy. Eine crazy Erfahrung. Ja, auf jeden Fall eine crazy Erfahrung. Und ich teile beim nächsten Mal auf jeden Fall auch ein bisschen mehr, weil dann auch das Ausstrahlungsdatum näher gerückt ist. Und ja, kann nur sagen, also wenn ihr mit dem Gedanken spielt, euch da mal zu bewerben, macht das auf jeden Fall. Und ich habe jetzt bei der Woche mitgemacht, im Rahmen der Nachhaltigkeitswoche bei Vox und RTL. Und es ging um vegetarisches Dinner und das war, war eine wirklich tolle Erfahrung und möchte ich nicht missen. Aber bin jetzt schon aufgeregt, wie das wohl aussieht, wenn das zusammengeschnitten ist und eine Ferse kommt, oh Gott. Ja, ah, das wird gut. Ich glaube, das wird richtig cool. Ich hoffe sehr. War auf jeden Fall eine witzige Woche und auch eine ein bisschen stressige, weil wir hatten vorher frei und dann musste ich so ein bisschen wieder arbeiten, aber noch nicht so ganz. Also es war irgendwie so weder Fisch noch Fleisch. Mhm. Und dann eben war auch noch in derselben Zeit Volmari, also das Gartenblogger-Treffen mit Volmari und Kompo. Und dann, das war irgendwie ganz schön viel dann für eine Woche. Also wenn das dann kommt, kommt es ja immer gleich alles auf einmal. Alles gefühlt, auf einmal, das stimmt. Ne? So. Theoretisch wäre ja auch noch eben Loragard gewesen. Ja, genau. Das haben wir aber ja schon im Vorhinein, haben wir uns entschlossen, dieses Jahr nicht auf die Gardencon zu fahren, weil wir einfach gemerkt haben, letztes Jahr waren wir auf beiden Events, das Jahr davor auch. Und es war ganz schön viel eben und dann auch mit Urlaub, wie wir den legen. Mhm. Und das ist irgendwie bei uns im Flow war das nicht so drin dieses Jahr. Nee, das Jahr war dieses Jahr echt auch mit weil der Buchabgabe auch, genau, und so. Das war halt, im August steht auch noch die Buchabgabe an. Also da muss dann war das viel los. Leider gestrichen werden. Genau. Dann im nächsten Jahr wieder. Nächstes Jahr dann wieder, genau. Und dann versuchen wir auch so den Urlaub so ein bisschen drumrum zu packen, dass es dann ein bisschen entspannter geht. Mhm. Ja, aber also es ist immer immer viel los so und wir haben auch noch ein tolles DIY-Projekt gemacht über den Sommer. Ja, das war. Haben wir euch gerade auf Instagram gezeigt, wer da mal luschern mag. Und zwar ist das ein, wir nennen das immer Baumhaus, es ist aber ein Spielhaus unter einem Baum. Ja, ein Stelzenhaus unter einem, genau, unter einem Baum. Sieht sehr lustig aus. Für unseren Kleingärtner. Er liebt es. Er liebt das. Der hat auch schon fleißig geholfen beim Aufbau und bei der Planung. Das war sehr süß. Ja, absolut. Also, der hat ja voll dabei. Genau, der hat ja zur Taufe so einen kleinen Akkuschrauber gekriegt. Und da wird jetzt kräftig geschraubt damit. Ja, also wenn ihr euch fragt, wer den Boden verlegt hat da drin, das war er. Das war er auf jeden Fall. Genau, und was mich total stolz gemacht hat an dieser Hütte ist, dass wir das geschafft haben, obwohl es halt, also wirklich, wir haben es an 3 Tagen insgesamt aufgestellt und es hat zwischendrin immer wieder geregnet und es war wirklich so Backflash, Flashback zu irgendwelchen Projekten, vielleicht, die wir vorher gemacht haben. Ja, Punktfundamente, wir haben auch unser Dach ja gedeckt und unseren Giebel gebaut, als es auch so ein Sommer war. Und da muss man schon echt, das muss man schon wirklich wollen. Ne? Ja, also zum Glück war das nur so ein kleines Ding. Genau, es war klein und der Regen war ja auch nicht immer so doll. Nicht so konstant, das war halt vor oft allen immer Dingen. So nieselig dann dazwischen drin mal. Dann gab es mal wieder einen mega Schauer. Dann haben wir auch einfach in den Sack gehauen und sind dann nach Hause. Aber wir haben schon da so ein bisschen, mussten uns dazwischen drin mal so ein bisschen zusammenreißen, dass die Motivation blieb. Und worauf ich dann auch noch stolz bin, ist, dass tatsächlich so ist, dass wir für das Haus nur 2 Pfostenschuhe gekauft haben. Ja, Schrauben. Und 4 Kanthölzer. Und eine Ladungsschrauben. Schrauben, genau. That's it. Und die Farbe nicht. Ja, genau, wobei die war ja übrig eigentlich. Stimmt, die haben die ja nicht übrig, extra gekauft. Die haben wir übrig gehabt von der Hütte, von unserer Streichaktion. Und alles andere ist wirklich alles echt andere nur ist, Restmaterial und ein alter Sandkasten. Ja, da ist ein alter Sandkasten verbaut. Nein, die Abdeckung von dem alten Sandkasten. Genau. Wir sind ja vor 2 Jahren circa umgezogen und unsere Vormieter in unserer jetzigen Wohnung hatten einen Sandkasten. Den haben sie uns überlassen, gönnimäßig. Und hinterher haben wir festgestellt, der ist schon ziemlich morsch, das Gehäuse sozusagen. Das Dach war, der Deckel war noch okay, würde ich sagen. War jetzt aber auch nicht so, der war ein bisschen algig. Mhm. Jetzt haben wir daraus aber das Dach gemacht für dieses Hütchen. Den dicken Bohlen davon, die noch in Ordnung waren, die sind in den Boden reingewandert.
den genau. Fußboden, also. Und, aber der war halt auch, er war auch einfach riesengroß, der Sandkasten. Ja, der nahm hier auch viel Platz weg. Also genau. Es hatte 2-3 Gründe, warum wir den nicht mehr wollten. Nicht mehr wollten, weil der war auch also von den Vormietern, glaube ich, nicht mehr so sehr genutzt und war ein schönes Schneckenparadies. Ja. Genau. Und den hat man da irgendwie kaum noch weggekriegt. Das hat man, also wir haben einen Teil davon eben weggetan von den Brettern und einen Teil aufbewahrt und erstmal trocknen lassen, gründlich durchtrocknen lassen. Und siehe da, daraus konnte man ein wunderbares Dach formen. Ja. Und der Rest der Hütte ist, oder dieses Spielhauses ist ein Rest aus unseren Paletten, beziehungsweise aus unserem Terrassengeländer, die ist ja aus Palettenbestand, unser vorheriges, und ein Stück Zaun, also eine Gartenpforte. Ja, genau, eine alte Gartenpforte, die haben wir damit rein verwurstet. Genau, die haben wir übrig gehabt, noch von der Vorpächterin tatsächlich unseres Gartens. Mhm. Und das finde ich wirklich witzig, weil das stand jetzt lange rum. Ja. Und ich dachte mal, irgendwann brauchen wir das nochmal für irgendwas. Ja. Und jetzt, ja, passt's. Vorne hat die perfekt reingepasst, mussten ein bisschen sozusagen. Nicht mal was wegsägen. Ja, und es war sogar noch der Briefkasten da, weil unsere Vorpächterin hat ja fest auf dem Garten gewohnt, auf der Parzelle, und da war so ein kleiner Briefkasten dran und den haben wir auch dran, und unser Kleingärtner freut sich, dass er einen Briefkasten hat. Guckt immer, ob er Post hat und so. Also ja, jetzt müssen wir mal wir müssen ein bisschen unbedingt ranhalten. Mal da einen Brief. Wichtelpost ihm da Wenn schreiben. Ihr Wichtelpost habt für den Kleingärtner, gerne, schickt mal sie was. Gerne. Weil das ist wirklich zuckersüß, wer da mal reinrennt. Ja. Im Moment wohnt da noch eine olle Schnecke. Ich weiß gar nicht, ob die noch gut ist. Da so eine Hausschnecke wohnt da drin. Weiß ich nicht. Ich habe nicht reingeguckt. Muss ich erstmal nochmal wieder montieren. Ja, ja, genau. Die haben wir fürs Streichen dann abgenommen. Das war auch noch so ein Drama, ne? Muss man sagen, das Streichen. Ich wollte den dann streichen, genau. Flori und unser Kleingärtner sind einmal noch ein paar Tage weggefahren zu den Schwiegereltern, also Oma und Opa quasi. Und dann hatte ich sturmfreie Bude und eigentlich habe ich mir vorgenommen, in der Zeit unter anderem diese Hütte zu streichen, was eigentlich nicht lange gedauert hat. Also einen Nachmittag im Prinzip. Ja. Aber erstens war das dann das Holz zwischendrin durch so einen Starkregen so nass geworden, dass man das, also das musste erstmal trocknen, aber es hat jeden Tag ein bisschen geregnet. Und dann hatte ich irgendwie, gab es ein bisschen gutes Wetter und dann hatte ich gar keine Zeit. Also haben wir das jetzt erst neulich gemacht. Ja. Naja. Nachdem es mal 3 Tage trocken war. Ja. Dafür ist es umso schöner geworden. Genau, denke auch. Und sonst schmiert halt die Farbe so runter, ne? Das ist ja so eine Farbe auf Ölbasis. Ja. Und das nicht trocken so, ist, ist einfach. Dann hält die nicht richtig, das hält die nicht. Das, hat keinen Wert, wie man so schön sagt. Absolut. Nee, und ansonsten, ich bin ganz stolz drauf und wie gesagt, der Kleingärtner auch, und hat jetzt schon gefragt, wann alle seine Freunde kommen können, um ein bisschen drin zu spielen. Und ich hoffe, dass wir noch ein paar schöne Tage haben jetzt so im Spätsommer/Herbst, dass wir da noch ein bisschen Einweihungsparty machen können. Für Kleingärtner. Ja, süß. Absolut. Ja. Das ist das, was wir so gemacht haben. Kleines Update aus unserem Sommer. Ich hoffe, ihr hattet einen auch so abwechslungsreichen und schönen Sommer wie wir und habt euch nicht vom Regen nerven lassen. Ja, genau. Wir haben angefangen, endlich mal zu ernten. Oh ja. Also bei uns sind jetzt endlich mal die ersten Tomaten reif geworden. Oh, unfasslich. Also es hat wirklich gedauert. Und wir sehen ja immer bei Instagram bei allen so, hello hier, wir sind in der Vollernte von Tomaten und dies, das. Und ich so, oh Gott. Unsere Tomaten. Geht gar nichts. Aber mittlerweile, also jetzt wird's wirklich richtig viel. Rot. Und dieses Jahr ist ja wirklich auch ein tolles Jahr gewesen bisher für alles, was irgendwie groß und fruchtig werden will, weil das eben gut Wasser hat. Ja, das stimmt. Und wir haben tolle Kürbisse dieses Jahr. Die haben echt genug toll, Wasser also. Bekommen und auch Zucchini. Und Tomaten sind eigentlich auch gut. Auberginen sind richtig toll geworden. Die Kartoffeln sind, glaube ich, auch gut geworden. Die Kartoffeln sind auch gut geworden, genau. Die sind letztes Jahr auch ein bisschen durch irgendwann. Und die wachsen dann ja gar nicht so toll mehr. Die Pflanzen, also und wirklich Erbsenbohnen, also wirklich was alles so geht, ne? Und das die Kohlrabis. Also richtig also. Toll. Letztes Jahr hatten wir holzige Kohlrabis, dieses Jahr haben wir riesige, zarte Kohlrabis. Mhm. Das ist wirklich gut. Also für Ernte ist wirklich toll und jetzt kommen ja auch noch im September so ein paar Sachen, sowas wie Äpfel oder so. Da habe ich neulich schon, da war nach einem Regen, war da ganz viel runtergefallen und von unserem zweiten Baum, da habe ich
wir haben einen neuen Rasenmäher, den bin ich da erstmal schön Probe gefahren und dann voll gegengerammelt gegen ein Bäumchen und der hat dann ganz viele Äpfel abgeworfen und genau, aber es sind noch genug dran an unseren 5 Bäumchen und da freuen wir uns auf fette ja. Ernte im September und bis in Oktober rein wahrscheinlich auch noch. Ja. Also wirklich toll. Ich habe schon eben aus diesen unreifen Äpfeln das erste Apfelmus gemacht, weil wenn man da ein bisschen Zucker zugibt, dann geht das gar nicht so auf. Das schmeckt sehr lecker. Das schmeckt sehr lecker und das ist auch vor allen Dingen, sieht das ganz cool aus. Das ist ja pink, ja. Knallepink, das ist, weil wir einen Apfelbaum haben, der heißt Roter Mond und da bin ich eben gegengefahren und der hat dann 5, 6 Äpfel runterfallen lassen und dann konnte ich damit schon einen ganzen Topf Apfelmus kochen. Das ist, ist richtig lecker. Ja. Also da merkt man eigentlich gar nicht, dass das dass die noch ein bisschen gebraucht hätten. Dass die ein bisschen säuerlich waren. Ne? Also fruchtig, sehr lecker. Also das Jahr ist eigentlich ein gutes Erntejahr bisher. Ne? Und deswegen freuen wir uns da noch ganz viel zu ernten. Ja. Ja. Das bringt dann also zur nächsten Misere. Wohin mit der ganzen Ernte? Also wir hatten ja bisher immer das Problem, weiß ich nicht, Zucchinis. Entweder hast du gar keine oder du hast zu viele und wir hatten meistens immer zu viele und da muss man immer ein bisschen kreativ werden, was man so alles macht, weil man kann ja nicht irgendwie 5000 Mal gefüllte Zucchini machen oder zum 500. Mal gebratene Zucchini. Irgendwann mögen sie noch so lecker sein, irgendwann hängen sie einem zum Ohren raus. Und das stimmt, wir haben bei bisher Zucchini geht's zum Beispiel, aber noch. Bisher geht's noch, genau. Wir ernten sie rechtzeitig, dass sie nicht zu groß werden vor allen Dingen. Und wir sind, ich würde sagen, kreativ geworden, wie man die verarbeitet. Genau. Zum Beispiel hast du angefangen, super leckere Brownies zu machen damit. Ja, ich neulich erst wieder gebacken und muss sagen, also die sind richtig gut. Also das ist halt, ne, im Prinzip ist es eigentlich ein Brownie-Teig, wie man ihn kennt, mit Nüssen, wenn man das möchte. Mhm. Und dann kommt da eine geriebene Zucchini rein, geraspelt. Und das macht, dass das alles so schön fluffig und sehr saftig wird. Und ohne noch, man müsste sonst, glaube ich, um die Fluffigkeit zu erreichen, noch ein bisschen mehr Ei hinzugeben. Mhm. Also man spart irgendwie, genau, ein bisschen Fett, ein bisschen Ei. Und es ist auch so, wenn man diesen Brownie jemandem vorsetzt und nicht sagt, dass da was drin ist, man merkt es nicht. Das ist weil es phänomenal. Verbackt sich irgendwie total, löst sich auf mehr oder weniger. Und dadurch, dass so ein bisschen, ich mache eben Nüsse rein, dadurch, dass das so einen Crunch hat, fällt es dann auch nicht auf, wenn irgendwo noch ein Stück Schale wäre oder so. Nicht. Und der Rest des Fleisch sozusagen von der Zucchini wird halt, das geht so in Teig mit auf. Ja. Also das ist ganz lecker. Ein sehr, sehr leckeres Rezept. Kann ich wohl mal aufschreiben, wenn ich da mal Fotos mache. Ja. Weil also meistens beim Backen, unsere Küche ist nicht so super schön, nicht so die super. Die ist nicht so fotogen. Fotogen, die Oberfläche ist so, diese Arbeitsfläche ist so eine Fake-Marmor. Fake-Granit. So, Fake-Granit, genau. Fake-schwarzes Granit. Und das sieht wirklich, das sieht man von weitem, also man sieht es von weitem schon, dass das Fake ist. Und das macht auch, ich finde auch, wenn der Untergrund so mega dunkel ist, das, das ist auch nicht so einfach so schön zu fotografieren, ne? Wenn der Untergrund halt aus Plastik und dunkel ist, sage ich jetzt mal, ne? Das ist halt, das merkt man dann schon. Also wir hatten vorher eine schöne Holzplatte in unserer alten Wohnung und das war ein bisschen gefälliger, sage ich jetzt mal so, für Fotos. Ja, das war viel, viel besser. Noch mal mit einer Unterlage oder so arbeiten, vielleicht mit so einem Holz. Ja. Dass mir mal. Das besser gefällt. Aber genau, das Rezept schreibe ich gerne mal auf, weil wir haben noch 1000 andere Ideen. Ja, zum Beispiel haben wir einen super leckeren Zucchini-Aufstrich mit Curry-Geschmack oder doch meistens Curry. Ja, man kann es auch mediterran machen. Mediterran, ne? So ein bisschen Feta Toskana. Drin. Genau, ist auch sehr lecker. Kann man sogar ein bisschen aufbewahren im Kühlschrank. Ja, also besser ist, man friert den ein. Ja, einfrieren ist natürlich besser. Gerade den mit Feta drin, wenn wir einen mit Feta machen. Weil der schon sonst schnell um ist. Und ich habe jetzt gelernt, wie man einen wunderschönen Zucchini mit Knoblauch, ja, so einen Dip-Aufstrich macht. Ja. Auch gut. Ja. Und den kann man entweder zu etwas dazu essen, zum normalen Essen, oder man macht den auch auf Brot, wie so Bruschetta oder Bruschetta, wie das auch immer heißt. Bruschetta. Bruschetta. Oh so richtig deutsch. Das ist richtig schlimm. Also Gnocchi mit Bruschetta. Bruschetta und Aioli. Oh, ich bin so schlecht in sowas, ey, so wirklich. Ich kann das immer nicht richtig mehr merken, weil in meinem Kopf ist das immer, ja, ist wirklich so, weil in meinem Kopf macht das immer andere Sachen, wenn ich sowas lese. Dann denke ich immer, ach ja, genau, so spricht man das aus. Ja. Und dann
merke ich mir es irgendwie anders. Genau, was machen wir denn noch mit Zucchini? Sag noch mal ein paar Sachen. Wir machen sehr gerne Ratatouille. Ja, auch gut. Und was machen wir noch gerne? Ich habe den neulich einfach mal als Rohkost gemacht, also wie Salat. Stimmt, ja, der war sehr lecker. Mhm. Dann machen wir gerne gefüllte Zucchini natürlich. Mhm. Ist ein Klassiker. Ist ein Klassiker, genau. Und ist super cool, finde ich, mit diesen runden. Wir haben ja so eine runde Sorte. Ja. Die sind dieses Jahr irgendwie den Schnecken zum Opfer gefallen. Ja, aber wollen die. Nur die so nicht, längliche, genau. Aber sonst die runden, die kann man sehr schön irgendwie so aushöhlen. Genau, dann was wir auch gern machen oder jetzt auch wieder gemacht haben, ist eine Frittata. Mhm. Auch sehr lecker. Ja. Und man kann die auch mit Parmesan so panieren. Stimmt, und dann so als braten so Stäbchen oder backen im Ofen. Auch sehr gut. So als sehr gut. Fingerfood. Ja. Man kann auch mega leckere Burger machen damit. Ja, kann man Zucchini auch. Zucchini und Bohnen waren es. Genau, Kidneybohnen und ein bisschen Haferflocken, weil das, also der Vorteil wirklich an Zucchini, ihr könnt das auch super gut, wenn ihr gerne so Smoothies mögt oder so Shakes, da kann man die auch reinmachen, weil es so ähnlich wie Gurke, die haben halt sehr viel Wasser. Ja. Und also wenn man damit kocht oder backt, ist es immer gut, wenn man die so ein bisschen auswringt oder auch mit Salz anmacht, ja, genau, und die so ein bisschen mariniert. Genau, ausschwitzen lässt sozusagen. Und wenn man, wenn ihr sozusagen viel Flüssigkeit braucht und ein bisschen Grün dazu, dann kann man die gut mal in so einen Shake mit reintun. Auch so, die lassen sich ziemlich gut, sie schmecken ja relativ neutral, muss man sagen, ne? Und dann lassen die sich ziemlich gut irgendwie unterrühren. Unterarbeiten, einarbeiten. Ja, genau. Aber also ich finde die wirklich gut. Und das Lustige ist ja, also bevor wir einen Garten hatten, haben wir ungefähr 2-3 Mal im Jahr irgendwas mit Zucchini gemacht, glaube ich, weil wir halt... Haben wir eigentlich nicht so häufig gekauft. Nee, nicht so meistens, oft gekauft. Meistens manchmal dann, so die kleinen. Genau. Irgendwie für, weiß ich nicht was, aber... Ja, mal so eine Gemüsepfanne oder so, ja, aber genau, das musste so dann schon irgendwie, ne, im Rezept mit drin stehen, ja, dass man es macht. Sonst hätten wir es nicht gekauft. Und ne, dadurch mit dem Garten, die wachsen halt so gut hier, ja, dass ich dann denke, ja, also da kann man wirklich mehr mitmachen. So ein bisschen wie mit Mangold ist uns wir das haben gegangen. Auch und auch mit sehr leckeres grünes Curry gemacht, eben apropos Mangold. Mhm. Auch mit Zucchini drin. Mhm. Und Er ist irgendwie eine gute Einlage, ja, für alles, genau, Mögliche, ne? Auch für Suppen und so. Also man kann das immer gut dazu tun. Stimmt, das passt halt zu allem. Geht auch gut, ja. Genau, auch mit Kartoffel geht das gut zusammen. Mhm. Und ja, man hat da, also man kann da schon viel mitmachen. Und es ist halt immer wieder. Ein Also wir versuchen jedes Jahr auch ein bisschen was Neues zu machen. Ja, ja, das ist auch eine unserer To-Dos, sage ich jetzt mal, die Ernte und verarbeitende Ernte, aufessen. Mhm. Wir wollen ja nicht alles nur aufessen, sondern eben auch zum Teil haltbar machen. Ne? Das ist so der Job, der jetzt ansteht im September für uns. Ja, wir haben ja schon ein bisschen was haltbar gemacht, ja, den Mangold. Mhm. Auch schon leckere Marmelade eingekocht. Stimmt, Marmelade haben wir auch schon massenhaft eingekocht, genau. Ja. Und Holunder kommt jetzt als nächstes, würde ich sagen. Stimmt. Holunder, da Zucchini, ist nur die Frage, ob wir überhaupt noch was brauchen für einen Holunder. Mhm. Wir haben ja so viel Sirup. Ja, wir oder machen Saft, immer so ein bisschen Saft, ne? Das kann man immer noch mal gucken, ob wir da was haben. Und sonst, Gucken wir mal. Ja, und bei den Tomaten haben wir eine sehr leckere Tomatensauce. Ja. Vielleicht sogar die beste, die es gibt. Finde ich schon. Und die ist sehr, sehr intensiv im Geschmack und mit viel Zwiebeln drin und viel Röstaromen und sehr lange köcheln lassen. Und ja, die schmeckt super gut. Ja, und die kann man auch sehr gut einmachen. Mhm. Und dann bin ich schon gespannt. Ich habe neulich mal unseren Speiseschrank so durchsortiert. Da waren noch Sachen von 2016 und 17 drin. Die habe ich jetzt mal aussortiert. Mhm. Und auch eben, wir haben halt gemerkt, ne, deswegen hast du es eben gesagt mit den Holunderbeeren, wir haben auch gemerkt, es gibt manche Dinge, die essen wir halt nicht. Ja, nicht so viel. Nicht so viel, ne? Oder, also wir haben wirklich zum Teil Massen von irgendwelchen Zucchini, eingemachte Zucchini, so essig-sauer eingelegte Sachen, essen wir gar nicht so viel, muss man sagen, manchmal Gürkchen. Mhm. Das ist jetzt nicht, dass man da den ganzen Schrank voll haben muss. Nee. Und was wir auch hatten, wovon ich mich getrennt habe, ist Holunderblütengelee. Davon hatten wir ungefähr massenweise von. Und da ich finde mittlerweile, genau, wir haben am Anfang da ganz viel cool. Und richtig cool und richtig ist auch lecker, eigentlich. Aber wir essen viel mehr so rote Marmeladen, sag ich jetzt mal, so dunkle. Und es ist so, dass wir Holunderblüte, finde ich, viel leckerer als Sirup.
Aber da haben wir auch immer einiges. So viel geht da ja nicht weg, weil, also so im Alltag trinke ich meistens Wasser oder Tee und Kaffee. Und du trinkst ab und zu ja mal Saft oder Schorle. Ja, aber ich trinke ja gern mal auch Rhabarber. Sirup genau, einfach, also als Schorle. Selbstgemachten und Holunder ist nicht so dein Favorite, meins schon, aber nur in einer gewissen Jahreszeit. Mhm. Das heißt, es kommt halt nicht so viel weg. Das ist für mich, so Holunderblüte ist für mich absolutes Frühsommergetränk. Und das trinke ich so meistens bis irgendwie in den Juni rein und dann ist es auch das gewesen. Ja. Dann kommen halt auch wieder dunklere Farben rein und dann möchte ich gerne Himbeer oder Rhabarber oder ja, und, irgendwie später dann wieder Holunder. Holunderbeere. Dann im Winter dann, ne? Ja. Also da finde ich es auch okay, im Winter so ein Holunder, so ein, wie sagst du so schön, Fliederbeersaft heißt das bei uns auf dem Land. Aber ich merke dann immer wieder, dass ich damit nicht, wie sagt man, so schön sozialisiert wurde. Ja, das also ist das einfach, ist bei, wir hatten zwar auch einen Holunder im Garten, aber irgendwie, der stand da einfach nur und der wurde nicht so wohl regelmäßig zurechtgeschnitten, aber das war es auch schon. Ich glaube, so richtig was mitgemacht haben meine, hat meine Mutter nie. Das ist ganz lustig, weil das wirklich, ich glaube, ist irgend so ein norddeutsches Ding, weil bei uns gibt es auch so eine Suppe, so eine Holunderbeersuppe, Fliederbeersuppe. Und mit so einer Einlage, Grießklößchen oder sonst was. Und habe ich bestimmt schon mal drüber erzählt. Und das finde ich ganz lustig, weil das eben echt ein norddeutsches Ding sein muss. Und was ja aber eigentlich total gut ist, weil Fliederbeeren, wollte ich schon sagen, Holunderbeeren sind ja super, haben ja sehr viele Bitterstoffe. Mhm. Und deswegen, das ist total gesund, ne? Ja. Es ist halt eigentlich voll gut. Deswegen weiß ich gar nicht, so voll unterschätzt irgendwie. Aber also ich finde es immer mal wieder gut, aber jetzt auch in Massen kannst du es dann natürlich auch nicht trinken. Und wenn wir so einen Saft heiß machen, machen wir den auch oft gemischt mit einem Apfelsaft oder mit anderen Beeren. Ja, das ist nicht ganz so sehr, nicht so extrem nach Holunder schmeckt. Ja, das ist schon ein bisschen stechend. Ich bin gespannt, wir haben zum ersten Mal Aronia-Beeren, die dann auch jetzt bald reif sind. Und ich glaube, die sind so ähnlich vom so von der Type her, sage ich jetzt mal. Das ist auch ein bisschen speziell. Und da bin ich auch gespannt, wie wir das so verarbeiten und was uns da so mit einfällt. Und genau, was ich richtig toll finde, wo wir bei den dunklen Beeren sind, ist, dass wir jetzt Brombeeren haben. Ja, da ist irgendwie müssen so ein, wir unbedingt so noch fertig ernten. Also, Stück Hecke unserem Nachbarn so ein bisschen außer Rand und Band geraten. Der hatte die früher mal in Schach und dann ist die so ein bisschen ausgeschlagen die letzten Jahre, weil der nicht mehr ganz so fit ist. Und das ist so bei uns rübergewachsen, stört uns aber gar nicht. Jetzt haben wir einen wunderschönen großen Brombeerstrauch, der proppenvoll ist. Der hat auch dieses Jahr richtig leckere Früchte abgeworfen. Und ich liebe Brombeeren. Das ist bei uns auch so ein Ding in meiner Familie, also völliges Kindheitserinnerungsding. Und ne, bei uns auf dem Land kann man die halt auch, also da, wo wir wohnen, wir haben eine riesengroße Hecke. Und die kann man so ernten, die kann, muss man sich nicht viel Gedanken machen. Also wir ernten die von oben, die unten fressen sowieso immer irgendwelche Tiere ab. Aber so aus Augenhöhe und so ein bisschen ab Kniehöhe aufwärts, wegen Fuchsbandwurm. Aber so, also so viele Füchse gibt es bei uns auf dem Land nicht. Und das ist wirklich so, dieser Geschmack von Brombeeren ist einfach so ein krasser. Das ist halt Sommer pur. Sommer pur und eben auch nicht so. Ich finde, wenn man die kauft auf dem Markt, erstmal sind die total teuer, dann sind die voll oft irgendwie drüber oder irgendwie meistens noch nicht ich da. Die und ganz schön wässrig auch. Wässrig auch, ja. Irgendwie, also richtig lecker finde ich die nicht. Und wir haben auch ein paar Brombeeren gekauft, Pflanzen, die wir gepflanzt haben. Und da muss ich echt sagen, die kommen, also die schmecken die anders. Die schmecken tun anders. Sich aber auch schwer mit dem Wachsen, habe ich das Gefühl. Ja, die sind irgendwie da müssen wir auch nochmal gucken. Vielleicht ist der Boden da nicht so gut. Aber oder nicht genug Sonne oder ich habe keine Ahnung. Also irgendwie schmecken die bei weitem nicht so gut wie unsere wilden Brombeeren da. Und das finde ich wirklich verrückt. Und aber Brombeeren, also ne, kann man eben auch in Chili mit reinmachen oder mal in so einen Saft. Oder eben, wir essen die eigentlich immer so pur. Manchmal ne, hat man die ja noch übrig. Dann kommen die gern mal mit in so Soßen mit rein. Also das kann man gut immer mitmachen. Und das ist echt auch eine feine Sache. Richtig lecker. Ja. Also freue ich mich schon sehr drauf. Also wir können richtig im September aus dem Vollen schöpfen, was unser Garten so hergibt. Yes. Und ich freue mich auch schon richtig auf, es kommt ja bald die Kürbiszeit. Und dann, geht richtig was. Ich glaube, wir müssen dann gar nicht mehr einkaufen gehen, was Gemüse angeht. Dann erstmal da ist richtig was los. Bisschen
ausgesorgt. Mhm. Müssen gucken, dass wir unsere Kartoffeln gut gelagert bekommen dieses Jahr. Ja. Dass sie nicht wieder schießen. Mhm. Das hatten wir vorletztes Jahr, dass sie im Keller. Ja, da war es. Interessanterweise, die Kartoffeln, ja, weiß ich nicht, vielleicht war es eher zu hell, aber die Kartoffeln, die wir hier oben hatten im Schrank, wo es eigentlich immer warm ist, die hatten keine einzige Knospe. Und in der gleichen Zeit, oder bis die erstmal eine Knospe bekommen haben, hatten die anderen im Keller schon irgendwie gefühlt 20 Zentimeter lange Triebe. Und ich habe keine Ahnung warum. Also die waren eigentlich gut verpackt, aber scheinbar doch nicht. Irgendwas muss sie da animiert haben zu treiben. Komisch, ne? Manchmal ist das irgendwie so mitten im Winter. Unergründlich. Ja. Naja, aber ja, da werden wir noch an einer Lösung arbeiten. Also eventuell, ich habe jetzt gesehen, man kann ja auch im Hochbeet zum Beispiel die so eine Aufbewahrungskiste machen, so eine Erdmiete. Mhm. Das können wir ausprobieren. Da brauchen wir nur ein Hochbeet, das halt, wo gerade nichts drin wächst. ja, schauen wir mal. Doch das eine, wo der Kürbis nichts geworden ist. Da sind nur ein paar Möhren, die kann man ernten da vorne. Und dann zack. Ja, das kann man da machen. Vielleicht eine Miete reintun. Das wäre vielleicht was. Ja. Das wäre vielleicht noch ein Projekt für September oder Oktober. Ja, gucken wir uns mal an. Ja. Yeah. Wie das funktioniert. Mhm. Ja. Was steht noch an im September? Wir müssen unsere Hecken schneiden. Stimmt, wild Hecken müssen wir mal ganz dringend schneiden. Also wir haben ja Liguster, ganz klassisch. Mhm. Die müssen wir ist eigentlich gut in Schach, aber wir können die mal ein bisschen wieder zurücksetzen. Ich wollte gerade sagen, die könnten wir diesmal ein bisschen ins Holz. Mhm. Und wir haben so eine garstige Thujenhecke. Da sage ich garstig, die ist halt so voll oldschool, ne? Aber die hält gut den Wind und die Sonne. Die hält gut den Wind und die ist super für die an unserer Feuerstelle, an unserer Sitzecke, weil, man darf nicht vergessen, das war ja unsere erste und einzige Schattenmöglichkeit, die wir im Garten hatten. Deswegen bin ich auch ganz, ganz dankbar, dass es das Ding gibt. Ja. Und ja, die muss mal wieder ein bisschen Zaum gebracht werden. Ist so ein bisschen außer Rand und Band. Ja. Und da haben wir noch so ein paar wild gewordene Eiben. Ja, also die ihr auch merkt, denken, dass das alles irgendwie ein bisschen wild geworden. Ja. Aber so ist das, wenn man die Prioritäten anders setzt. Ja, und es ist auch dieses Jahr wirklich gut gewachsen. Ja, letztes Jahr echt, kaum. Und wir haben dann letztes Jahr gar nicht geschnitten, weil wir gar nicht so die Möglichkeit hatten. Jetzt haben wir entsprechendes Gerät uns besorgt. Und da haben jetzt auch schon Nachbarn angemeldet, dass sie das wohl auch mal ausprobieren wollen, weil wir haben nämlich so rumgefragt, wer hat denn eigentlich sowas, wo man damit schneiden kann. Ja, muss man sich irgendwo Leiter stellen und so. Und das war mir dann irgendwie ein bisschen zu gefährlich, weil es nicht nur so ein Bäumchen, sondern eben eine ganze Hecke, wo ich so dachte, das ist halt schon ein bisschen Arbeit. Und das war bisher schon immer so ein bisschen eine wackelige Geschichte, so ein bisschen, zwei Meter Höhe zu stehen Eiben, und auf die drei haben wir Meter. Ja, auch, da habe ich dich einmal festgehalten, dass du da das schneiden kannst. Und das war auch, dann hinterher habe ich auch gedacht, ist halt saugefährlich. Vor allen Dingen jetzt läuft ja unser Kleingärtner dann auch noch rum. Dann muss man halt auch nochmal gucken. Unser Hund läuft auch noch rum. Muss man dann irgendwie einsperren und anbinden. Das ist ein bisschen wild. Dafür, genau, wäre dann besser, wenn wir einfach ein gutes Gerät haben, womit wir das sicher vom Boden aus machen können. Genau. Und das wird dann kommen. Ja, das ist das steht an. Das steht an. Ansonsten gar nicht so viel. Wir versuchen ein bisschen weniger zu machen, weil es tatsächlich jetzt die letzten Monate ein bisschen viel los war, auch wenn es nach außen hin gar nicht so aussieht, aber meistens ist es dann ja so, dass dann irgendwie doch viel passiert. Hinter den Kulissen ist dann doch immer mehr los, als man genau denkt. Und deswegen, ne, versuchen wir auch ein bisschen wieder mehr aktiver bei Instagram zu sein. Auch wieder regelmäßiger mehr auf dem Blog was zu teilen. Genau, auch ne, mit anderen mehr zu connecten und vielleicht auch das ein oder andere Event noch, was hier so in Richtung Garten ist in Hamburg und drumherum, mal zu besuchen und abzuklappern, mal gucken, was da so. Dann auch wieder ein bisschen organisieren für die Sachen, die wir noch geplant haben. Hashtag Eco-Gardening Challenge und Staudentausch. Mhm. Aber das zu seiner Zeit. Mhm. Ja, und dann legen wir nicht nur wieder los mit unserem Podcast, sondern auch mit unserem Interview-Podcast. Und da freuen wir uns sehr auf die liebe Sonja von Ich Seh Grün. Die interviewen wir, sodass ihr in 2 Wochen von ihr hören könnt.
No pressure, sag ich no ja. No pressure. Ja, das war es und ist es vorerst von uns. Wir machen jetzt einen faulen Sonntag und wir wünschen euch eine schöne Zeit und viel Spaß beim Hören. Wir sind das nächste Mal wieder da am 1. Oktober. Da hören wir uns das nächste Mal und hoffentlich zwischendrin bei den 33 Fragen. Und wenn ihr was habt, Ideen, Inspirationen, Fragen, was auch immer, schreibt Zucchini-Rezepte. Zucchini-Rezepte ganz dringend oder jedes andere Rezept auch immer gerne. Schreibt uns über Instagram @einstückarbeit oder über unseren Blog einstückarbeit.de. Und hinterlasst uns doch gerne eine Bewertung bei Apple Podcast oder wo ihr sonst den Podcast hört. Ja, da würden wir uns sehr freuen. Und ja, jetzt hoffen wir, ihr habt einen schönen Spätsommer-September erstmal und ja, sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.